Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Pillars of Eternity 2 Deadfire. Ja, wir sind immer noch in den von Sand verschluckten Ruinen, die ja ein bisschen lustiger zu sein scheinen. Und bevor wir hier weitergehen. I am ready. Eyes open. I'm here, certainly. Werde ich mich erstmal um den Raum da oben kümmern. That's for my friends. Lava beyond sick. Oh, indeed. Ja, okay, das klappt einigermaßen, was ich da gerade mache. Lava beyond sick. Wobei das hier wahrscheinlich schneller geht. Vor allem, weil so kann Adolf das öfter benutzen. Oder wir haben ja auch noch die da. Die sind etwas größer. Oder wir feuerbomben einfach. Beschädigt, kaum beschädigt, okay. Beinahe zerstört, schwer beschädigt. Also noch einmal. Und bumm. Dann schicken wir mal Palegina rein, weil die hat die höchste Wahrnehmung von uns. Ja, ich muss wirklich mal gucken in meinen ganzen Rezepten. Also hier, welche ich alle auswähle. Heilen und Unterstützen gibt es hier vielleicht. Tränke offensiv, Tränke defensiv. Trank der unsoliden Gestalt. Erbarmungsvolle Seelenessenz. Nee, da lese ich mir jetzt nicht durch. So, außergewöhnliche Lederrüstung, ein paar Muscheln, Kriegsbeil, Dolch. Also alles. Zeug für den Händler. Aber ja, so haben wir das Räumchen da mal abgeklappert, weil wir scheinen noch ein bisschen was vor uns zu haben hier in dem Dungeon. Was mir auch recht sein soll, ich mag nämlich Dungeons. Tell me. Look, there is something over there. I'm here. Of course. Tell me. I'm here. So, da geht ihr langsam vor. Fallen entschärfen. Of course. What can I do? Zum Glück scheint unser Hund da einfach reintappen zu können. I'm here. Happily. Something I can do. So, dann können wir mal den Rest hinterher holen. Okay. At once. Ah, dass sie die beiden nicht entdecken kann, ist schräg. What can I do? I am ready. Guter Panzerbrecher und eine Granate. Don't see why not. Nein, Fenrir, nicht auf die Falle treten.
Tell me. I found something. Oh, there. Ja, das ist jetzt der richtig lustige Teil. I'm here. I'd be glad to. Indeed. I may have broken something. Au. Zersetzungsrüstungswert und Tapferkeit. Auch gut. Of course. Ich sollte sie der Reihe nach entschärfen. Okay. There. I'm here, indeed. Eine Reihe schön nach der anderen. At once. Tja, das sind halt Fallen, die wir nicht in unser Lager kriegen. Brief mit Wein- und Schießpulvergeruch. Achso, das ist der Brief von... Ah, I found something. Okay, absolutely. Happily. Benwiths Vorgesetzter gewesen. So, und ab hier kann sie die Fallen nicht mehr entdecken. Haben wir etwas, das Wahrnehmung erhöhen könnte bei ihr? Entschlossenheit, Athletik, Gaunt, Schwur. Wenn ich flankiert, okay, das bringt uns nichts. Verfassung, nein. Auch Verfassung, Genauigkeit, nö. Rüstungswert, nein. Heimlichkeit. Macht, Diplomatie, Überleben. Ein Attribut und eine Fertigkeit, Gesundheit wiederhergestellt. Ich sehe gerade echt nichts, was ich nehmen könnte, um die Waren. Ach, Rieselschwamm. Okay. Ich hätte gern nur einen Rieselschwamm. Tell me. What can I do? Of course. Jetzt aber erstmal die hier. Die kann ich nicht mehr entschärfen, oder wie? I'd be glad to. Nee. Ah. Na gut, dann haut ihr mal den Rieselschwamm rein. There is something over there. Indeed. Haben wir auch was für dich, um... deine Fingerfertigkeit kurzzeitig zu erhöhen.
Ja, das hier. I'm here. Na komm, was haben wir das Zeug, wenn wir es eh nicht, sonst nicht benutzen? I'm sorry, I can't. Certainly. Und ich glaube, wir können auch beides herstellen. Wenn es denn sein müsste, oder? Da ist auf jeden Fall Rieselschwamm. Dafür bräuchten wir sogar nur Spitzenschwamm und davon haben wir welchen. Also drei könnten wir nochmal herstellen. Und das sind auch keine abtrünnigen Effekte. Das ist also wirklich eine Arznei. Im Gegensatz zu Svev, was eine Droge ist. Eigentlich sein sollte, aber selbst da ist der Effekt weg. Ja, in einem katonischen Zustand, die Konsumenten der Droge, Rieselschwamm. Rieselschwamm wird aus den Schwämmen hergestellt, die an den felsigen Küsten von Raotei vorkommen. Er wirkt feingerieben und inhaliert. Matrosen verwenden ihn oft auf längeren Seereisen, da er eine beruhigende Wirkung hat, die einem hilft, über einen längeren Zeitraum andauernde körperliche Anstrengung zu meistern. Mhm. Ja, Todesauge, Mundqualle, Turatura Prim. Hm. Ja, Korallenstumpftabak wird mit Schwarzpulver gemacht, okay. Ja gut, das andere können wir wohl leider nicht herstellen. Nur Turatura Prim könnten wir aus Ratiti-Wurzeln herstellen. Instabile Seenessenz, aha. Hier könnten wir nur Tränke herstellen. Trank der mäßigen Heilung. Und Trank der kleinen Heilung. Leuchtender Adra-Trank. Plus 2 auf alle Fertigkeiten bis Rast. Wow. Dafür bräuchte man halt Lösung und leuchtenden Adra-Stoff, von dem wir ein bisschen haben. Okay, machen wir erstmal hier weiter. Of course. Ah, at once. Look, there is something over there. Yes? Der Rieselschwamm hält noch eine Weile zum Glück. Yes? I'm here. I am ready. At once. So, dann gehst du noch mal zurück. Yes? Okay. I found something. Over there. Indeed. Die letzte Fallenreihe kann ich nicht entschärfen, selbst mit den Verbesserungen. Hm? Of course. Aber die Fallen kann ich entschärfen, gut. I'm here. Hm. Hm? Und ich weiß, ich glaube nicht, dass das so gedacht war, dass ich da so durchkomme. I don't feel well. Au, okay, das ist jetzt nicht so gut. Oh, Hagrim hält sich sogar die Seite. Hm? Something I can force. Hm? Quietly now. I am ready. Au, das war Palegina. Eyes open. Look, there is something over there. Que? Yes, indeed. Die Falle ging zum Entschärfen.
I'm here. Something I can do? What can I do? Okay. Ist da noch eine Falle? Nö. Okay.